Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. Wir sind im Clouds und wir müssen irgendwie schaffen, in die Kabine von Evelyn Parker reinzukommen und die Elf. Oh, hier sind aber viele Kameras. Moili, moili. Da hinten war auch noch eine, ne? Ich habe keinen Speicher mehr. Wo sind die Elf? Da ist die Elf. Da müssen wir rein. Und da ist noch eine Tibi, aber hoffentlich sieht der uns jetzt nicht. Kommen wir hier irgendwie rein? Werfen wir mal einen Blick drauf. Mensch, Sherlock Holmes. Blut, noch frisch, nicht viel. Stammt eher von einer Wunde als einem Mord. Wo denn? Ich sehe das Blut nicht. Was ist denn das Blut? Draußen? Ah, hier. Mensch, und hier hast du es gesehen? Was ist das hier? Entity Holoview aktiv, Hologramm rekonstruiert. Okay. Eine versteckte Kamera. Kommen wir nicht ran, ne? Da war auch noch irgendwas. Port Frame. Was denn? Da ist nichts. Ganz genau. Da sollte ein Anschluss sein, wo die Puppe sich reinklinkt. Rausgerissen worden? Ich frag mich, warum. Sieh dir die Sicherheitsaufnahmen an, verschiedene. Wo kann ich denn die Sicherheitsaufnahmen anschauen? Wo kann ich die denn anschauen? Ich würde sie gerne anschauen. Ach, hier. Was ist das? Oh. Schau, ich dachte, so wird das hier vonstatten gehen. Nicht, dass der uns irgendwas über den Tod erzählt. Okay. Okay, vielleicht nicht, doch nicht so. Okay, anders. Ich dachte, es wäre anders. Der Kunde war wohl nicht der Verrückte. Irgendwas hat sie durchdrehen lassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wie so Besessener, ne? Also wenn man so viel komische Implantate im Kopf hat, dann endet es so. Was meinst du? Cyberpsychose? Klingt verrückt, aber vielleicht wurde sie aus der Ferne gehackt. Netrunner? Seltsam. Ja, schön. Ach so, das ist das, was wir schon mal gesehen hatten. Okay. So. Leute, ich glaube, jetzt haben wir hier alles, ne? Jetzt müssen wir uns irgendwie den VIP-Bereich Zutritt verschaffen. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Ohne, dass es jetzt wild wird. Wir müssen an dem Typen da vorbei. Ich glaube, der lässt uns da jetzt nicht einfach durch, oder? Okay, einfach mal so. Wir tun einfach mal so. Mal gucken. La la la. Nicht schlecht. Aber in echt wäre es besser. Zwischen diesen Schenkeln könnte ich versinken. Okay. Ich darf nicht rein? Was soll das? Ich bin jede scheiß Woche hier. Keine Zugangsberechtigung für den VIP-Bereich. Doch, die habe ich. Nein, haben Sie nicht. Sie können gern mit dem Manager sprechen. Nein, Alter. Ich spreche jetzt lieber hier mit dir. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Gibt es ein Problem? Dieser Idiot hier kapiert nicht, dass ich da rein darf. Soweit ich das sehe, wurde Ihre VIP-Mitgliedschaft entzogen. Wie bitte? Wie war das? Bitte beruhigen Sie sich. Sonst müssen wir Sie hinausbegleiten. Immer diese versnobten Säcke. Ich sag's dir. Gehst du wieder hoch? Ja, gleich. Muss erst pissen.
Den, glaube ich, müssen wir uns schnappen. Jetzt würde ich kein Gejammer mehr hören. Das tut weh. Bla, bla. Das ist... Warte mal. Supernova, die inoffizielle Biografie über Lizzie Wizzy. Der große Wendepunkt ihrer Karriere kam 2069, als Lizzie ihre komplette cybermodifizierten neuen Körper vorstellte. Eine erotische Neuinterpretation von Schneewittchen. Am Ende ihres Konzerts aß Lizzie einen synthetischen Apfel, der mit einem speziell für sie vorbereiteten Gift präpariert war, das ihr Herz stillstehen ließ. Eine ganze Minute lang zeigte die LED-Bildschirme die Nulllinie auf dem EKG, während ihr Körper regungslos auf der Bühne lag. Dann wurde das Konzert für 5,5 Stunden unterbrochen, während ein Team von Ripper Dogs ihre natürlichen Organe gegen die neueste Generation von More Technologies Implant austauschte. Nach ihrer Wiederbelebung sang Lizzie Restart, Reheart, Repeat, was daraufhin ein ganzes Jahr lang die Charts führte. Meine Mission war schon immer, die letzte Grenze der Menschheit zu überschreiten, sagte sie später in einem Interview mit N54 News. Und die letzten Grenzen ist der Tod. Lizzies terroristischen Aufführungen sind oft von den regelmäßigen stilistischen Transformationen der Künstlerin inspiriert. Früher gab sie ihre getragene Kleidung an Freunde weiter, ging dann aber dazu über, sie einfach auf die Straße verteilen zu lassen. Dasselbe wollte sie auch mit ihren Implantaten tun. Doch stellte sich heraus, dass ihre hochwertige Cyberware benutzergebunden war und nicht einfach verschenkt werden konnte. Lizzie Wizzy ist vor allem bekannt für ihren Krieg gegen die Homogenisierung von Implantaten. Sie organisiert einen bewaffneten Angriff auf eine Fabrik von Diodine System, übernahm mit einer Gruppe von Söldnern das Gelände, stahl 1200 Implantate und verteilte diese dann bei den spontanen Konzerten. Der Überfall wurde zu einer eigenen Absicherung live ausgestrahlt. Sie wusste, dass kein Konzernsoldat oder Polizist es wagen würde, sie live im Fernsehen zu verletzen oder gar zu töten. In den folgenden Jahren behauptete die Medien, dass der Überfall ein gemeiner Plan von Biodine und Lizzie Wizzy gewesen sei und dass Lizzie sowohl für die Implantate als auch für die Renovierung der Fabrik bezahlt habe. Diese Theorie wird auch dadurch untermauert, dass Biodine nie Anklage gegen Lizzie Wizzy erhoben hat. Lizzie selbst streitet dies jedoch ab und behauptet, dass Biodine ihren Überfall als nur kostenlose Werbeaktion genutzt habe. Die werden wir vielleicht auch noch kennenlernen. Kapierst du es nicht? Ihr Lieben. So, ich muss mal kurz... Fantasien. Meinst du, es merkt, wenn ich jetzt die Überwachungskamera da ausschalte? Ich muss mal ganz dringend, wisst ihr, ich muss mal ganz dringend auf die Toilette. Hat er jetzt eine Zugangskarte? Kann man die zumachen? Nee, ne? Ich lass den da liegen. Wird schon keiner finden. So, jetzt hacken wir nochmal schnell hier. Da wird es mal schon da sein, ne? Vielleicht kommen wir jetzt mal ohne Taramtamtam da rein. Ich glaube es zwar nicht, aber ich plan's mal. Also, 1C, 1C, 55, 1C, 1C, 55, 1C. So. Was ist das? Da kommen wir nicht hin. Oh, das hat funktioniert. Bis jetzt habe ich noch niemanden getötet. Und es wurde noch keine wilde Action gemacht. Was zwar nicht heißt, dass es jetzt nicht passieren könnte, aber who knows. Ich hoffe, er macht's kurz und schmerzlos. Zwei hirngewaschene Sex. Hi. Tschüss. Ich glaube, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Ich bin mir nicht sicher, ich habe keine Infos über dich. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ach, kein Problem. Ich muss Evelyn Parker sprechen. Es ist wichtig. Nicht nur du. Hab schon so oft versucht, sie zu erreichen. Ohne Erfolg. Du meinst, sie ist nicht hier? Sie hatte einen Unfall. Musste in eine Spezialklinik in Osaka
Oder Oslo? Glaube Oslo. Für ein neues Gesicht. Der Unfall hatte was mit einem Kunden zu tun, oder? Ich fand Blut in ihrer Kabine. Naja, solches Zeug passiert ja manchmal, weißt du? Und das finden alle okay? Wir kriegen neue Implantate, Erholungszeit und manchmal sogar eine Auszahlung. Mhm. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, schon komisch, dass sie so weit weg musste. Sehr komisch, ne? Hat sie dir selbst gesagt, wohin sie will? Nein, ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon, also habe ich Woodman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Woodman, wer ist das? Mr. Forrest. Aber jeder nennt ihn Woodman. Keine Ahnung, warum. Okay, also Mr. Forrest. Was macht er so? Er ist sowas wie ein Hausmeister. Findet neue Leute, kümmert sich um Probleme. Okay. Und? Ob dieser Woodman endlich etwas Licht in diese verfickte Situation bringt, hoffen wir es. Die schädelschwemmenden Puppen, die sollten die mal ersetzen. Ach, Johnny. Du bist schon so ein Herzchen. So. Meint ihr, wir kommen jetzt hier unbehelligt irgendwie lang? Ich glaube da nicht, ne? Wirklich, die erinnern sich an nichts? Das ist doch der Sinn der Sache. Sie erinnern sich an rein gar nichts. Lass mal kurz. Ach, das sehe ich jetzt hier nicht, ne? Wie kommen wir jetzt zum Woodman? Ohne groß aufzufallen. Das ist jetzt wieder das Problem, was Frau Biedert hat. Ach, wir wollten ja Smartwaffen eigentlich mal einsetzen, fällt mir ein. Das hatte ich mal irgendwann erwähnt, dass ich das mal machen wollte. Naja. Wie gut es mir wieder eingefallen ist und ich jetzt auch gerade keine ausgerüstet habe. 55 BD. Oh, jetzt habe ich mich aber hier verfranzelt, ne? Kann das nochmal schließen? Oh, shit. Ich habe ja schon eins freigeschalten. Ach, das war jetzt sehr dumm. Naja. Ich habe mal auch nicht so lichte Momente. Meistens. Aber hier... Ach so. Wo sind wir denn eigentlich hochgekommen? Da sind wir hochgekommen, ne? Ich fürchte halt, dass wenn ich da hinten lang gehe, dass da jemand sagt, da kann er nicht reingehen. Was passiert denn, wenn ich die jetzt mal hier so dezent ausschalte? Merkt das jemand? Kann ich da die mal vielleicht übernehmen? Also wenn ich wieder... Hallo? Ich darf hier sein. Ich habe so eine Zugangskarte. Ich setze mich mal ganz dezent hier hin und... Suche mal einen Weg. Also da ist unten... Das ist auch unten. Das ist der Eingang, wo die Lady war. Das ist auch unten. Da sind wir vorbeigekommen. Das ist auch unten. Da sind wir auch vorbeigekommen. Das ist die Kamera, wo wir jetzt hier eigentlich wahrscheinlich durch müssten. Das ist unten. Okay, da hinten gibt es wohl keine Kamera, ne? Das ist die Dame, okay. Ja, Das ist doch der Sinn der Sache. Sie erinnern sich an rein gar nichts. Ich
wollte nur mal gucken. Hier so, was da ist. Was ist denn das? Ich bin da gar nicht. Ich weiß gerade nicht, ob man es gehört hat. Hier ist gerade irgendwie eine Sirene durchgefahren oder so. Ist hier irgendwo eine Kamera? Ne, da hinten, ne? Ah, Leute. Das ist sehr belastend. Merkt ihr das, wenn ich das jetzt auch mache? Für eine Scheiße geht hier ab. Oh shit. Scheiße, ich wollte den eigentlich voll. Das war jetzt eigentlich nicht so der Plan, wenn ich ehrlich bin. Shit, ich hab keine Waffe. Oh, das wollte ich nicht. Oh nee. Das war jetzt wieder sehr doof. Das wollte ich nicht. Warum dreht der das sich etwas um? Ach Mann, das hat doch so gut geklappt bis jetzt. Ach bei mir, Mann, ich bin nicht für so Schleichaktionen. Das klappt bei mir nicht. Ich bin da nicht gut für. Also ich finde es immer toll, wie Leute das machen können. So, sneaky peeky. Ich kann das nicht. Ich bin da nicht so gut drin. Ja, das würde ich euch das gerne vorlesen, aber ich bin jetzt gerade gestresst, weil die Tür da aufgeht. Ich habe bestimmt gleich so ein Typi an der. Jetzt ist auch schon wurscht. Jetzt habe ich hier schon alles zerlegt. Jetzt ist auch schon egal. Ich habe gedacht, ich könnte es jetzt hier voll easy going machen. Hm? Oh, hier ist auch noch Sachen. Die Waffe ist sehr bewegungsbedürftig. Upala. Sehr gewöhnungsbedürftig. Ist hier eine bessere irgendwo? Ja, also das war jetzt sehr schön. Ich dachte, wir können das mal anders machen. Aber hat nicht so gut funktioniert. Anders hat nicht so gut funktioniert. Naja. So, ist hier noch jemand? Oder war was? Da war was. Die kenne ich.
Was ist das? Evelyns Jacke. Zerknüllt wie ein Taschentuch. Muss schon eine Weile hier liegen. Oh, guck mal. Machen wir Harakiri, Leute? Machen wir ein bisschen Harakiri? Die passt auch optisch natürlich perfekt zu uns, ne? Das muss man schon sagen. Optisch passt die perfekt zu uns. Jetzt schauen wir doch mal hier rum. Wahrscheinlich wäre es, also ne, alle, die wahrscheinlich hier so einen super tollen Sneaky-Weg, werden sich jetzt denken, oh mein Gott, was hat sie getan? Ja, ich denke es mir auch gerade. Archiviert das Gespräch Harry Flint und Jeremy White. Harry Flint, was geht, Schum? Lass uns am Samstag Schichten tauschen. Jeremy White, Alter, es wird nichts getauscht. Ach komm schon, bitte. Vergiss es, Mann. Samstag ist immer eine Scheißkatastrophe. Ey, Chum. Meine Junge ist von zu Hause weggerannt. Na, such ihn. Findest ihn vielleicht vor Samstag. Ich weiß, wo er ist. Ich muss am Samstag zu meinen Eltern. Brauche Eddies, um die Scav zu bezahlen. Die Psychos zerhacken ihn zu Scope, wenn ich nicht zahle. Ey, Alter, ich flehe dich an. Na gut. Geiles Gespräch, ey. Gut, dass wir das gelesen haben. Das war sehr wertvoll. So, warte mal. Da war ja noch was. Jetzt ist jetzt eh schon egal, weil jetzt haben wir ja sowieso hier den Sneaky-Plan nicht lange durchgehalten. Aber ja, komm. Es wundert eh keinen, dass ich es nicht geschafft habe. Das ist einfach nicht meine Spielweise. Die kriege ich nicht hin. Egal, wie oft ich es mir vornehme. Ich bin da nicht für geeignet. So, was, hier war doch irgendwas. Hier. Evelyns Terminplaner, den wollen wir doch gerne mal lesen. Evelyns Terminplan. Montag 12.30 Uhr, Wendy D. 20 bis 2 Uhr nachts, Schicht im Clouds. Um 13.15 Uhr Nägel, um 15 Uhr mittags mit Thomas B. Um Mittwoch um 22 Uhr Dinner mit Schnurrbart-Wichser, okay. Das war ein spätes Dinner. Donnerstag 20 Uhr Meeting mit Jerry O'Neill. Um 20 bis 6 Uhr Schicht im Cloud. Und am Samstag um Frühstück mit Judy wurde abgesagt. Okay. Haben wir noch irgendwas hier? Na, hier ist noch was. Ihre Handtasche. Hatte vielleicht mehrere. Aber in der ist ihr ganzes Zeug. Sie muss es eilig gehabt haben. Okay. Das, was da unten liegt, weiß man nicht. Herr Woodman, ich komme gleich. So, ich glaube, jetzt hier ist niemand mehr. Warte mal, da war noch irgendwas zum Untersuchen, oder? Warte mal. Türsteher-Schichtplan? Wer wollte lesen? So. Geänderter Zeitplan, Vorfallbericht, Flint und View Schichtwechsel. Abend Dienstag 23.26 Uhr, Tumult im VIP-Bereich, VIP-Karte des Kunden wurde, war abgelaufen. Mittwoch 2.06 Uhr, gesamte derzeitige Security zum Notfall gerufen. 2.15 Uhr, Tiger Claws als Verstärkung gerufen. Donnerstag 0.24 Uhr, Handgreiflichkeiten zwischen zwei Kunden, beide aus dem Gebäude geleitet. Freitag 21.03 Uhr, Puppe hat Security gerufen, wurde von Kunden bedroht, Kunde aus dem Gebäude begleitet. 1.42 Uhr Probleme mit Bezahlung, Freund hat für Kunden bezahlt, um 7.54 Uhr Kunde wollte Gebäude nicht verlassen, wurde aus dem Gelände Gebäude geleitet. Samstag Flynn für Schichtwechsel, 23. Kunde hat an der Bar Bewusstsein verloren, von Traumateam abgeholt. Um 0.12 Uhr Gerangel im Eingang ausgebrochen, Bezahlung wurde abgelehnt, Kunde hat sich aufgeregt. Um 2.34 Uhr Puppe wurde verprügelt, 4.06 Uhr Kunde in die Kabine bewusstlos geworden, vom Puppe wiederbelebt. So, um 8.32 Uhr Puppe aus drei Kabinen wollte Club nicht verlassen, aus dem Gebäude geleitet. Ach, Gruppe von, aus drei Kunden wollten Club nicht verlassen, aus dem Gebäude geleitet. Okay. Die hatten vor irgendwas Schiss. Da, siehst du? Um 2 Uhr nachts haben sie ihre ganze Security in den Club gerufen. Und die Tiger Claws als Verstärkung obendrauf. Ja, da sagst du nichts mehr, ne, Johnny?
Achso, ich wollte hier nochmal kurz stöbern. Hier wollte ich nochmal kurz stöbern. Was haben wir denn hier? Kabine 11. Das ist ja das, ne? Ich benötige Zugriff zu Kabine 11 sowie Zugriff auf alle Aufnahmen des letzten Monats. Gene Lane, Ermittlungsdienst, Clyde Theory, Dr. Lane, Woodman Security, ihr behindert Detektiv Lahm bei ihrer verdammten Arbeit. Wenn sie Aufnahmen haben will, dann rückst du sie gefälligst raus. Aber ohne mein Okay geht keiner in Kabine 11. Kapiert? Jo. Besucher 23, Clubmitglied seit 2077, VIP-Jahr, durchschnittliche Aufenthaltszeit im Club 21 Minuten, Trinkgeld, Ausgaben an der Bar, etc. geringfügig, Puppe wie Latina, Essen, Fetischessen, sonstiges, Besitzer und einziger Angestellter eines Group-Dope-Stands, Single, zahlt den Valentinos Schutzgeld, hat sonst keine Verbindung zu Gang, hat als Teenager einen Cyberpsycho-Angriff miterlebt und hat seitdem Angst davor, selber zum Cyberpsycho zu werden. Die sammeln da, ne? Daten über ihre Kundenbesuche, 82 Mitglied der Tiger Claws sind regelrechte Spanner, beobachten ihre Puppen genau, wissen, was in diesen Kabinen abgeht. Dann sammeln sie die Daten aus den Verhaltenschips. Eigentlich keine große Überraschung. Hatte das schon geahnt. Frag mich nur, ob sie die Daten selbst benutzen oder verkaufen. Und wer sie kaufen würde. Mitglied seit 2071, VIP 9, durchschnittliche Aufenthaltszeit im Club 28 Minuten, Trinkgeld, Ausgaben an der Bar sind geringfügig, Puppen M, keine Vorlieben, Fetisch SM dominant. Sonstiges hat wahrscheinlich eine Verbindung zu Militech, leitet einen Secondhand-Elektroladen, verheiratet zwei Kinder, Briggs. Thomas, Besuche 6, Zeit 2074, VIP 9, durchschnittliche Aufenthaltszeit im Club 92, Trinkgeldausgaben dabei, durchschnittlich Puppe wie Weiß, Fetisch, große Brüste, sonstige Lastwagenfahrer, Nomadenwurzen, Familie ist während seiner Kindheit sesshaft geworden, zweimal geschieden, extrem schüchtern, wichtig, wurde unter ungeklärten Umständen von einer Puppe angegriffen und schwer verletzt, eine von Maiko Maeda angeheuerten Privatdetektiv zufolge ist es sehr unwahrscheinlich, dass er das eigentliche Ziel der Attacke war. Überwachung notwendig und Entschädigung erforderlich, wenn wir ihn doch davon abhalten wollen, den Club zu verklagen. Angriff auf den Club. Am Dienstag um 1.50 Uhr griff ein Nettringer Kabine 11 an. Das Opfer war Thomas Bridge, der sich gerade in einer Liaison mit einer Puppe befand, die mit dem System verbunden war. Der Angriff löste bei ihm einen schweren Schockzustand und psychosomatische Symptome aus. Es stellte sich heraus, dass der Netrunner-Angriff einen psychosomatischen Anfall seitens der Puppe zufolge hatte. In Erwartung eines verheerenden Angriffs auf das Cloud wurden alle Sicherheitsangestellten des Clubs um 2.06 Uhr einbestellt und 7 Minuten später wurde Verstärkung von den Tiger Claws angefordert. Also das war Thomas Briggs, der in der Kabine war, das wollte ich gar nicht, mit der Evelyn. So, Herr Woodman. Wer bist du? Was willst du hier? Warte mal. Also, das läuft ja ganz gut. Ich wollte eigentlich in die Tür rein, aber es scheint jetzt nicht. Ganz ruhig. Entspann dich. Ich suche eine Frau. Ganz ruhig? Interessante Wortwahl für jemanden, der sich bis hierher durchgeballert hat. Ja, die Sache ich ist nicht. Etwas aus dem Ruder gelaufen. Ja. Aber wenn du kooperierst, stirbt niemand mehr. Ich verhandle nicht mit Terroristen. Ah. Kann man den irgendwie ausschalten? So ein bisschen. Nee. Kannst du dich aber bis kurz beruhigen, Junge? Ich hab nix, ne? Naja. Der ist aber ganz schön. Wow, du hast es schon wieder vermasselt. Ja. Du bist nicht gerade eine Hilfe. Was jetzt? Echt doof, dass du nicht mit Toten reden kannst. Moment, das machst du doch gerade. Egal, scan halt sein Deck. Das könnte funktionieren. Ja, mein Gott, Johnny. Muss es mir auch noch die Nase reiben, dass das alles jetzt...
nicht so geplant war und alles aus dem Ruder gelaufen ist, halt jetzt passiert. Ja, läuft die Sache. Nee. Bad Dragon Woodman, wir haben uns um die Ware gekümmert. Besorg uns 5 oder 6 Mädels und 2 Jungs, aber diesmal richtige Junge. Nicht so wie letztes Mal. Oh Gott. Kaputte Puppe Woodman an Golden Fingers. Hab gehört, Joy Toys, warte mal. Er hat sie an einen Ripper verkauft? Der Chip war hinüber. Vielleicht sollte er ihn retten. Ein Ripper namens Fingers in einer finsteren Gasse. Klingt wie der Traum jedes Joy Toys. Ich will noch nicht. Wie viel kostet mich das? Kaputte Puppe, warte mal. Kommt drauf an, wir werden... warte mal. Hier. Ich muss doch von oben, glaube ich, nach unten, ne? Hab gehört, heute ist in deinem Spezialtipp. Hab eine hier, die total im Arsch ist. Kannst du sie dir angucken? Frag nach mir im Cloud. Was stimmt nicht mit ihr? Würde ich dir schreiben, wenn ich das wüsste, komm halt vorbei und guck sie dir an. Okay, bring sie zu mir. Ich habe eine Klinik in der Chick-Chick, einer Nebenstraße von der Poplar. Wie viel kostet mich das? Kommt drauf an, wir werden es uns schon einig. Schlimmsten Fall lässt sie gegen eine kleine Gebühr da. Mhm. Jerry O'Connell, Woodman, was ist jetzt mit dem Job im Clouds? Hab ein anderes Angebot, musste ihnen eine Antwort geben. Ich warte nicht ewig. So funktioniert das hier nicht. Ich bin nicht für Neueinstellungen zuständig. Du musst ein Portfolio einreichen. Oh, jetzt kommst du mir so mit einem Scheiß. Das hast du nämlich letztes Mal nicht gesagt, als du mich durchficken wolltest, Arschloch. Okay. Hey, Chinger, wie läuft's? Wie immer im Höchstform. Ich wollte, ich hoffe, du hast deinen Co-op-Connection nicht schon ausgelutscht. Ich brauche nämlich dringend ein Holo-View und weiß, die Bullen haben richtig gute. Also knie dich mal rein und greif mir eins ab, ja? Außerdem musst du hier mal für mich etwas rumschnüffeln. Ach, Gina Lane, Ermittlungsteam Woodman. Mich reinknien, fick dich. Hab mich wohl nicht klar genug ausgedrückt. Schon deine kleine Orgie mit meinen Puppen vergessen? Die nehmen alles auf. Wenn du also nicht willst, dass dein Mann eine heiße E-Mail von mir kriegt, dann besorgst du mir eine verkackte Halloween und zwar bis morgen früh. Schon gut. Ah, jetzt weiß man, woher das hab. Reiß dich am Riemen, Mike Omadeo. Noch so eine Scheißaktion wie mit Evelyn Parker und du kannst dir einen neuen Job suchen, hat Hiromi gesagt. Wir haben dir einen großen Umgang mit Angestellten bisher durchgehen lassen, aber es sogar ignoriert, als du den Kunden vermöbelt hast. Aber das geht echt zu weit. Mike Omadeo, okay. Problem gelöst. Woodman an, hey Boss, das Parker-Problem gelöst. Sie ist bei einem Ripper in der Chick-Chick, sieht der Tüch seit Fingers, sowohl Face besser passend. Obwohl Face besser passen würde. Jedenfalls kümmert er sich ab jetzt um sie. Okay. Ja, Leute, das ist jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Das ist jetzt ganz aus ungeklärten Umständen. Ja. Quickly escalated. Oh, da ist noch so ein Typ. Da soll ich vielleicht mal jetzt... Oh, ich sehe nichts, Leute. Ja, da. Einfach aus nächster Entfernung. Ach, komm on. Was ist mit euch los, Leute? Wo ist denn der? Der ist aber fix. Nicht so fix. Der Motorradhelm. So, Leute, tut mir leid. Das war jetzt eh schon egal. Ach, guck mal. Hier ist noch ein Splitter. Aber das haben wir, glaube ich, schon gelesen, oder? Doch, den haben wir, glaube ich, schon gelesen. Der kommt mir sehr bekannt vor. Den Tagebuch einer Watson War. Den haben wir schon mal gelesen. Ich glaube, im Lizzie. Gibt es hier noch einen anderen Ausweg? Also, ich wäre bereit für einen anderen Ausweg. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Nehmen wir gleich mal mit, wenn wir schon da sind. Wir sind zwar schon ein bisschen über der Zeit, aber wir schaffen es schon raus.
E9, E9, ET, 55. Ja! So, muss ich mich mal freuen. Ist hier noch irgendwas? Nehmen wir mal alles mit, ne? Oh, was? Nee, ne? Ist hier noch irgendwas drin, wenn das schon hier so... Ach, das war das, ne? Ach, das... So, aber... Da denkst du, Wunder, was da ist, ne? Ach, guck mal. Habe ich das doch das letzte Mal einfach übersehen. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich weiß auch nicht, was das hier mal bedeutet. Ob der dann überhaupt irgendwas macht, wenn du hier rum... machst. Warum kann ich nix? Ich hab keine Quick Hacks, ne? Mich jemand öffnen. Mein Kett ist eröffnet! So, jetzt machen wir mal kurz. Hier ist es auch schon wurscht. Was für eine Scheißsituation! Hab ich? Oder du! Das ist irgendwie auch nicht so gut. Aber das ist halt. Ja. Oh. Ja, okay. Haben wir jetzt alles? Das war jetzt... Ja, jetzt ist auch egal. Jetzt habe ich mich hier eh schon durchgeschnitzt. Es wird auch bestimmt irgendwelche Konsequenzen noch haben, dass ich das gemacht habe. Jetzt wollte ich mal extra das einmal anders machen. Aber naja, wir wissen. Wenn du von alleine rauskommst, tun wir dir nicht weh. Versprochen! Ah, guck mal, der hat auch so eins. Okay, hatte so eins. Liegt das noch irgendwo hier rum? Nee. Naja. So, ist noch einer? Nö. So, jetzt muss ich mal schnell mein Zeugs wiederholen und hier raus. Ich müsste Ihnen jede Waffe zurückgeben, auch wenn ich es lieber nicht hätte. Ja, alles gut. Ich tue dir auch nichts, Mädel. Achso, da könnte ja noch einer stehen, ne? Naja. Ich gehe jetzt mal ganz unauffällig hier raus. Ich weiß nicht, was passiert ist. Da ist irgendwas passiert in dem Laden. Ich weiß nicht. Irgend so ein Verrückter ist da irgendwie durchgedreht. Die hat da irgendwie, ja, für Rambazamba gesorgt. Schnell mal weg hier. Was? Fahr mit dem Aufzug ins Erdgeschoss. Saubere Arbeit. Schon mal daran gedacht, dich beim Diplomatenkorps zu bewerben? Hab keine Zeit für Diplomatie. Kann ich nachvollziehen. Ach, klar kannst du das. Du würdest am liebsten den ganzen Laden unter einem Atompilz begraben. Viel zu übertrieben. Ich habe andere Methoden. Aber eins steht fest. Die Claws werden das nicht vergessen. Meinst du, Fingers hat sie? Glaubst du, wir finden sie da? Wie? Wenn ich hell sehen könnte, wäre ich jetzt kein abgewichster Geist im Kopf von einer wandelnden Leiche. Ist schon gut, Johnny. Entspann dich. Ja, ist gut, Johnny. Das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das kann ja mal passieren. Hopp, Erdgeschoss. Der ist irgendwie schief, oder? Habe ich nur das Gefühl, der schwankt. Aber wo ist denn jetzt? Naja. Achso, wir schwanken. Du hast was versucht und das ging schief. Und jetzt bist du völlig fertig. So findest du Hellmann nie. Ach, danke für deine Moral. Was ist das? Nein, verdammt. Ach, Scheiße. Was
Was willst du eigentlich von mir? Es geht alles zu langsam. Du gehst noch drauf, ehe wir wissen, wie du den Chip loswirst. Tja, Johnny. Aber ich würde sagen, dieses Gespräch und das alles werden wir in der nächsten Folge fortsetzen. Weil wir sind jetzt eigentlich schon mega drüber, über die Zeit. Und das machen wir dann in der nächsten Folge, ihr Lieben. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen, auch wenn jetzt der Cloud-Besuch etwas außer Kontrolle geraten ist. Aber wir haben natürlich nichts anderes erwartet, wenn wir ehrlich sind. Und mal gucken, welche Konsequenzen noch irgendwann später da auf uns zukommen werden, weil wir diesen Weg gewählt haben. Wir werden sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Ist egal, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Folge. Ich bin ganz aufgeregt. So, aber jetzt ciao!